Seid gegrüßt, ihr Abenteurer. Na, und willkommen zurück zu Let's Play besser. Uncharted 2 Among Thieves. Wir haben mittlerweile den Tempel gefunden, bei dem wir hoffen, dass er uns nähere Informationen zum Aufenthaltsort von Shambhala und des Shintamani-Steins, der da dieser hier ist, bringen kann. Und wie wir gerade sehen, sollten wir vielleicht auch mal in unser Notizbuch schauen. Wir sehen hier eine große Statue. Daggers, Faces, Trident. Wir können also davon ausgehen, dass wir hier eine Art Rätsel lösen müssen. Und das finde ich besonders cool. Also wenn es Rätsel in den Uncharted-Spielen gibt, dann finde ich die immer sehr, sehr cool rübergebracht. Das sind jetzt keine besonders schweren Rätsel, aber sie sind einfach sehr, sehr nice inszeniert. Wir sehen hier nochmal so ein paar verschiedene Anekdoten zu dem, was wir so gefunden haben. Hier sehen wir Nepal, die Tempel, Reisepässe und so weiter und so fort. Ach, wäre das nicht cool, wenn man auch so ein Notizbuch hätte, aber im Endeffekt macht man es dann doch nie. Das ist definitiv der richtige Tempel. Hier muss irgendwo der Eingang versteckt sein. Ja. Warte, den Kerl kenne ich doch. Ja, und zwar kennen wir diesen Kerl von den Notizen. Deswegen, da haben wir ja gerade geschaut. Und ich denke mal, dass wir die Arme jetzt so anordnen müssen, wie es hier geschrieben steht. Es muss irgendwas mit den Armen zu tun haben. Definitiv. Und das wird dann den Eingang tiefer in den Tempel offenbaren. Wahrscheinlich wird dann hier das Wasser ablaufen oder so. Komm rein, das Wasser ist toll. Nein, du willst doch nur, dass mein T-Shirt nass wird. Du willst doch nur, dass mein T-Shirt nass wird. Ja, was kann man denn sonst wollen, Chloe? Was kann man denn sonst wollen? Okay, wir müssen also jetzt mal gucken, wo können wir denn hoch? Hier können wir nicht hoch. Können wir hier irgendwo hoch? Da ist auf jeden Fall ein Rohr, sehe ich gerade. Nämlich hier. Dann sollten wir das doch vielleicht mal ausprobieren. Ich sehe mir das mal näher an. Okay, ich warte hier unten. Ja, schaukel mal ruhig deine Eierstöcke. Während wir hier alles Wichtige erledigen. Kommt er da tatsächlich hoch? Wow, nicht schlecht. So, was haben wir denn beispielsweise hier? So können wir die Statue anschauen. Wie soll die denn aussehen? Der Trident. Muss der überhaupt bewegt werden? Sicher, dass das stimmt? Nee. Nee. Stimmt nämlich nicht. Wir machen ihn wieder zurück. Und rauf mit dir. Gut, dass Chloe alles im Griff hat. Na, woher soll ich das wissen? Du hast doch das Buch. Das andere sieht da über gerade aber auch ganz gut aus, oder? Nee, ich glaube, das muss etwas verändert werden. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir da hoch? Wie kommen wir denn da hoch? Ich frage mich gerade, wie wir da hochkommen. Wobei, wartet mal. Das müsste klappen, genau. Also einmal hoch und äußerst vorsichtig sein, bitte. Ein falscher Griff und du landest nämlich im Matsch. Mir reicht schon, dir zuzusehen. So, und jetzt müssen wir das hier verändern. Ja. Das ist definitiv richtig und jetzt müssen wir auf die andere Seite. Da müssen wir nämlich den ganzen Arm umstellen. Ich weiß nicht, kann man hier einfach runterfallen? Ja, das hat geklappt. Und jetzt noch irgendwie auf die andere Seite. Aber wie kommen wir da hin? Sag nicht, dass wir auch von da drüben darauf müssen. Wobei, es würde ja passen. Probieren wir das also mal. Einmal hier hoch.
Und dann darüber, ja. Okay, gut. Der traut sich was. Ich bin immer wieder erstaunt. Aber das ist echt ein Grund, warum ich die Uncharted-Spiele allzu gerne mag. Also einfach dieses... Sehr schön. Danke. Schatzjäger, Abenteuer, Geheimnisse offenbaren Ding. Das ist einfach super cool und für mich auch die Quintessenz von so guten Games irgendwie. Gefällt mir immer besonders gut sowas. Kann ich einfach so rüberspringen? Und das hat ja auch schon bei anderen... Der Unglücksrabe ist zurück. Es hat auch bei anderen Spielereien ja schon wunderbar funktioniert, wenn man sich mal erinnert an Lara Croft oder wenn man mal an zum Beispiel Indiana Jones denkt, ne, da ist das ja auch so. Muss der jetzt noch verändert werden? Ja, und jetzt muss nur noch das Messer hier einmal nach oben, zur Seite gezogen werden. Und dann dürften wir da eigentlich fertig sein. Okay, hey, komm, gib's zu, du bist beeindruckt. Bin ich. Kriegst eine Banane. Ja, eine Banane für einen Kletteraffen. Das passt doch perfekt. Ja, das wird jetzt ein bisschen schwierig hier. Bist du okay? Bin okay. Ist? Chloe, das ist nicht einfach ein Dolch. Das ist ein Schlüssel. Sehen wir mal, was er öffnet. Sehr schön. Das heißt, ohne diesen Schlüssel kann Lazarevich gar nicht vor uns sein. Aber er kann uns folgen. Und das ist das Problem. Okay, dann probieren wir das doch mal. Ist echt gruselig, aber sag A. Ah. So, tut sich was? Das Wasser läuft ab. Und? Ich habe die Tür gefunden. Geschafft. Also, eigentlich war ich das. Komm ja schon. Und so offenbart sich das Geheimnis dieser Stadt. Da wollen wir doch mal sehen. Was denkst du? Bereit? Ladies first. Wie du wünschst. Ja, löst du ruhig mal die Todesfallen aus. Zum Glück habe ich keine Klaustrophobie. Stimmt, ist recht eng hier. Hier war, glaube ich, schon lange kein Mensch mehr. Weißt du, irgendwie ist es hier romantisch. Okay, wo sind die Pralinen und Blumen? Du stehst doch gar nicht auf Pralinen und Blumen. Du kennst mich so gut. Es geht noch weiter nach unten hier. Und da vorne scheint eine sehr große Halle zu sein. Wobei, das ist auch nur ein eingestützter Gang hier. Aber von hier aus kommen wir nach oben. Versprich mir, dass du uns nicht 30 Meter unter der Erde lebendig begräbst, ja? Würde ich nie tun. Ich gebe mir Mühe. Es geht etwas nach unten. Okay, ich komme. Dann machen wir mal Platz. Sehr gut. Nicht tief. Ja, ich hab mich wohl verschätzt. Hier wieder leicht überflutete Gänge. Was ist mit der Tür da vorne? Dieser Baum. Was hältst du davon? Sieht aus wie ein Baum. Und was hat das mit dem Chintamani-Stein zu tun? Das weiß ich. Schätze, wir werden es noch herausfinden, was? Hier unten öffnet sich was. Okay. Da oben. Oha. Was sehen wir denn da?
Wow. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Na komm, könnte schlimmer sein, was? Oh, das ist schlimmer. Naja, den Knochen nachzuurteilen. Ja, das ist echt romantisch. Spieße. Ich hasse Spieße. Okay, was jetzt? Denk nach. Wir müssen hier raus. Geschafft. Machen wir, dass wir rauskommen. Sorry, mein Leben zieht gerade noch an dem vorbei. Huh. Ist das nicht die Waffe, die wir auch schon gegen diese komischen Zombies in Uncharted 1 benutzt haben? Ich glaube, das ist die. Oh, gerade so überlebt. Gut, dass mir die Idee gekommen ist. Okay, komm, mir nach. Die einzelnen Zähne des Zahnrads zu zerschießen. So, kommen wir jetzt hier wieder ganz normal nach oben. Was für ein random Einwurf auf einmal. Ich habe Hunger. Heilige Scheiße, ist das nicht der Dolch? Das ist eine gigantische Abbildung des Dolches. Alter. Verdammt. Na, hier sind wir wohl richtig. Und sowas ist hey, innerhalb... das kommt mir bekannt vor. Ja, sieht aus wie der Purba-Dolch. Aha. Diese Lichter aktivieren ihn wohl. Der Weg des Lichts. Unglaublich, dass das in der Stadt versteckt sein soll. Haben wir jetzt da noch irgendwas Neues, was dazu getragen wurde? Mal gucken. Ja, das ist die Öffnung. I kill you, Drake, Angry Eddie. Das ist der Baum. Weird Tree Relief. Raved on Temple Wall. Oder Craved in Temple Wall, keine Ahnung. Ist die Frage. Die können wir offenbar bewegen. Wir müssen das Licht umleiten. Diese Spiegel sind wohl wichtig. Ja, das sehe ich auch so. Wollen wir mal gucken? Müssen die vielleicht dahin? Wir müssen bloß das Licht durch den Raum leiten. Aber wohin? Wohin? Das ist halt die Frage. Ja, ich würde jetzt sagen, dahin. Das leitet es irgendwo dahin. Vielleicht gehen wir mal zu diesem Leuchtgesicht da hinten. Ist halt die Frage, ist der Shintamani-Stein am Ende hier? Oder ist er doch wieder ganz woanders? Ich glaube, das war's. Sieht aus, als wäre die erste Klinge an ihrem Platz. Eine geschafft, noch zwei. Die erste von dreien, wollte ich gerade sagen. Müssen wir da etwa raufklettern? Sieht so aus, als müsste ich darauf klettern. Schön, wie er das nochmal betont. Gott sei Dank können wir auch an der einen Seite raufklettern. Und das ist eben das, was ich meinte. Diese richtig coole Inszenierung einfach. Von da oben sehen wir vielleicht mehr. Okay, vielleicht. Passt da oben gut auf. Vielleicht bringen wir uns aber auch um. Einmal hier rüber. Und dann sind wir hier. Heidewitzka, ey. Wenn es nicht um so viel Geld gehen würde, wa? So.
weiß nicht, müssen wir jetzt hier oben? Ich glaube, wir müssen hier oben drauf. Ich gebe mir Mühe. Wir werden jetzt mal versuchen. Ach du Scheiße. Von unten sah es nach einer guten Idee aus. Ach du Scheiße. Ja, wir werden jetzt erstmal versuchen, hier an diesen Götzen zu springen. An sein Auge. Und dann müssen wir mal weiter gucken. Ich weiß gar nicht, was genau wir hier machen. Machen sollen. Huch. Ach. Da kommt ein neuer Lichtstrahl raus. Deswegen auch der Weg des Lichts. Das ergibt natürlich Sinn. Und den müssen wir jetzt vermutlich auch wieder umleiten. Und zwar so, dass ich, dass wir das Licht in die anderen beiden Augen dieses Götzen da unten leiten können. Jetzt müssen wir mal eben gucken, wie hier runterkommen. Ich würde mal sagen, hier. Müssen wir hier sonst noch irgendwas machen? Wir müssen mal eben hier schauen. Da ist ein Schatz zumindest. Und dann können wir jetzt hier runter. Es sind mehr Reflektoren hier oben. Chloe! Ja? Den anderen Reflektor ausrichten! Verstanden! Gut gemacht! So, jetzt haben wir das hier. Warte! Müssen wir das vielleicht in diese Urne hier leiten? Oder was ist Urne? In diese Glocke hier? Ach, da ist ja auch ein Gesicht. Ja, ich vermute mal, wir müssen es hierhin leiten. Ja, dann leuchtet nämlich der und dann können wir da etwas weiteres verändern hier in dem Raum. Wahrscheinlich geht dann die zweite Klinge runter. Das war's. Hab's. Okay. Ich denke mal, wir müssen jetzt wieder hochklettern. Alles andere würde mich doch sehr wundern. So, das ist jetzt der zweite. Okay. Nur noch eine Klinge. Ja, falls wir das schaffen. Ich weiß nicht, ob das so glatt laufen wird. Auch wenn ich es mir wünsche. Ah, wir müssen... Okay, wir müssen wieder hier rauf. Na komm schon. Und dann hier rüber. Bei dem waren wir nämlich auch noch nicht. Da kann sich auch noch etwas öffnen. Nicht nach unten sehen, nicht nach unten sehen, nicht nach unten sehen. Oh! Scheiße. Wie kriege ich dieses Auge auf? Indem wir es aufschießen. Shit, ey. Das ging jetzt wirklich nochmal gerade so gut. Okay, aber wie kommen wir jetzt? Können wir versuchen, da rüber zu springen? Wir können versuchen, hier rüber zu springen. Okay. Chloe muss den ausrichten. Und zwar nach hier drüben. Wir müssen den anderen Reflektor ausrichten. Alles klar.
Und dann dürften wir es eigentlich bald haben. Geschafft. Dass aber auch alles einfach auseinanderbrechen muss. Das ist irgendwie auch so ein Naturgesetz der Uncharted-Spiele. Wow. Komm mal runter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich in diesen Rachen runterspringen will. Ja, also ursprünglich war das Sprichwort wohl auch mal der Drake im Porzellanladen und nicht der Elefant im Porzellanladen. Anders kann ich mir das nicht erklären, was der Typ hier abreißt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Uah. Er ließ sich von einer Kante aufhalten. Kampfjets, Panzer, also das Umstürzen ist irgendwas. Shambhala ist tatsächlich im Hals dieses Typen? Ich denke schon. Nichts kann ihn aufhalten. Außer dieser Kante. Okay. Dann mal vorsichtig runter. Und mal sehen, was wir hier finden werden. Den Shintamani-Stein sehe ich auf jeden Fall nicht. Hier ist auch wieder Licht. Unglaublich. Chloe, ich weiß, wo das ist. Ja, genau hier. Siehst du die Form dieses Gipfels? Aha. Er ist hier. Das heißt... Warte, komm mal her. Das heißt... Der Eingang nach Shambhala ist genau hier. Also, das ist es. Das ist es, ja. Das ist es. Oh Mist. Tolles Timing. Es gibt nur einen Weg hier raus. Und los. Wir wissen zwar, wo Shambhala liegt. Nur ein Ausweg, Kapitel 10. Aber... Die Männer von Lazarevich haben uns gefunden. Und das war zu befürchten. Wir haben natürlich so gut wie keine Munition für irgendetwas. Ich habe einen Schuss mit der Wes, das ist nicht besonders viel. Und jetzt habe ich keinen Schuss mehr mit der Wes. Mist, die sind direkt an Jeff und Elena vorbei. Wir müssen zurück zum Eingang. Ich mache mir gerade sehr Sorgen. Was war das denn? Ich mache mir auch Sorgen um uns. Die Frage ist, wie sind sie an Jeff und Elena vorbeigekommen? Haben sie sie... Die haben sie doch nicht erledigt, oder? Mann, ey, warum schlägt er denn immer? Ich bin so Days Gone gewöhnt einfach. Echt schwierig. Das ist echt, als hätte er so einen Schlag-Tourette, ey. Jedes Mal, wenn ich irgendwie nachladen will, schlage ich erstmal eine Runde. So, der ist auch weg. Jetzt müssen wir auch wirklich, danke, was machen, denn ich habe, wie gesagt, überhaupt keine Munition mehr. Komm schon. Der ist irgendwo da oben. Oh, das müssen wir mitnehmen. Huah! Huah!
Und Bams! Dragon-Präzisionsgewehr finde ich erstmal geil. Konnte man damit denn nochmal... Ah ja. Komm schon. So, der ist weg. Der ist auch weg. Und den da hinten will ich eigentlich auch sehr gut erledigen. Leider kommt da keiner mehr, deswegen würde ich jetzt wieder wechseln. Erstmal raus hier und hoffentlich ist Elena und... Oh Gott, Jeff, nichts passiert. Na, Kampf! So aus, als hätte ich sie alle erledigt. Wow. Okay, dann saß der wirklich. Munition. Hier hoch. Wie viele Männer hat dieser Lazarevich? Wer über solche Ressourcen verfügt, der macht nicht auf einmal Stopp. Scheiße. Komm schon. Okay, wenn dann auf der anderen Seite. Boah, das hat ihn nicht mal gekümmert. Aber das hier vielleicht. Komm schon. Sehr gut, Chloe. Auch wenn du nichts gemacht hast. Ich würdige deinen Beitrag zu dieser Unternehmung. Abenteuer, was auch immer. Das war zu befürchten. Scheiße. Immerhin haben wir den mit Schild erledigt. Das waren offenbar wieder alle. Oh fuck. Den ersten haben wir erledigt. Die schießen aber teilweise gut. So, da sind wir leer. Wow, mit der kann man erstaunlich gut schießen. Das Fadenkreuz sieht ja sehr ungenau aus. Aber scheint offenbar zu funktionieren. Dann nehmen wir mal die AK. Da haben wir auch noch genug Schuss mit. Auch wenn die nicht besonders stark ist. Also es gibt natürlich weit stärkere Waffen in diesem Spiel, aber okay. Oh, fuck. Wieder Schlagtourette, Mann. Ich hab ihn! Tot. Vor allen Dingen hat er, ich hab ihn gesagt, bevor er uns überhaupt gesehen hat. Lügenbaron. Oh, sehr gut, wir haben's. Ich seh ihn. Oh, Scheiße. Schrotpistole? Okay.
Mal ausprobieren oder was? Das war nur sein Helm. Auch die nehme ich wieder. Ich mag die sehr. Das ist ein gutes Maschinengewehr. Oder ein Sturmgewehr. Was haben wir da? Grenades. Na, wieder die Kante, die den großen Nathan Drake aufhält. Nate, weg von ihm! Warum? Weil er viel stärker ist? Rein, los! Jeff? Oh Mist! Wo Helena? Sind sie? War klar, dass das passiert. Ein wenig, ja. Scheiße. Wir müssen die Scharfschützen loswerden. Und zwar dringend. So, viel Munition haben wir ja nicht mehr gerade. Den bin ich auch noch losgeworden. Sehr schön. Schrotpistole, naja. Den Nahkampf gut zu gebrauchen. Elena hat ihn erledigt. Da vorne sind sie. Aber geht's ihnen auch gut? Ich brauche erstmal Munition, bevor ich zu euch aufschließe. Jetzt haben wir hier ein Problem. Hat der noch was? Nee. Noch echt wenig Munition. Aber gut. Oh nein. Wir müssen schnell weiter. Er kann nicht. Ich bin okay. Wir sehen. Okay, das wird schon wieder. Okay, kannst du stehen? Ich glaube schon. Okay, komm, ich helfe dir. Nein! Nein, 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 lass sie. Die Kamera ist hin. Und auch. Nate. Er schafft das schon. Stimmt's, Mann? Okay, komm, mach die Tür auf. Er schafft das niemals. Er muss hier bleiben. Was? Nein! Endlich die Tür auf, Chloe! Du bringst uns doch alle um!